Hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Watch Dogs. Diesmal mit neuer Harley hier, neuem Motorrad und neuem Gewand. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Wir sind gerade auf dem Wege, um Jax zu retten. Den kleinen Lausebengel, der einfach abhauen musste. Und mir natürlich damit mehr Ärger macht, aber okay. Die Trachtprügel kriegt er ja sowieso gleich. Ach so, bevor ich das machen wollte, wollte ich meine Fertigkeiten nochmal gucken. Ich habe nämlich ganz viele Skillpunkte jetzt mittlerweile. Die kann ich ja hier nicht so versauern lassen. Wollte ich mal gucken. Einmaliger CTOS-Scan, um NPC zu erkennen und markieren. Nee. Oh, diese Annäherungs-USV ist doch gar nicht so schlecht. Da stecke ich mal 3 rein. Was Fahrverhalten, ja. Oh Gott. Nee. Trafos überladen. Energiefeld. Warte mal. Ich mach das mal mit diesen Trafos überladen. Ja. Mittlerweile kann ich dann hier alles in die Luft springen, was mir in den Weg kommt. So. Mission starten. Retten wir den Lausebengel mal. Rollenvorbild. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine-Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mob. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Ja, alles klar. Alle Gegner töten. Ja, das kriege ich doch hin. Das kriege ich doch hin. Kann ich da einfach so jetzt reinstürzieren, ja? Ich will mich aber leicht anschleichen. Okay. Erst anschleichen und dann... Ich hab eine Nachricht. Und dann alle töten. Okay. Okay, was machen wir mit euch beiden hier? Seht euch um! Okay, den hier springen. Ich glaube, da sollte ich aber auch ein bisschen weiter weg sein, ne? Alarm auslösen. Wieso geht das jetzt nicht mit dem Springen? Da, hab ich doch. Wisst ihr was? Fickt euch doch alle. Schon. Ah, das war doch gar nicht so unschlecht. Und keiner weiß Bescheid. Annäherungs-USV. Splittergranate. Kann ich nicht herstellen. Oder hätte ich auch dran denken sollen. So eine Scheiße, aber auch. Ja, mein Fehler. Da ist doch einer. Mein Fehler war jetzt, ich hätte vielleicht noch ein bisschen shoppen gehen sollen, damit ich ein paar Komponenten habe, aber okay. Ich denke mal, wir kriegen das auch so hin. Schreibt er das schon hier? Oh, diese Annäherungsdinger sind gar nicht so schlecht. Kann ich ja dann auch wieder einsammeln, wenn ich sie falsch platziert habe. Und ansonsten. Uiuiuiui, jetzt kommen sie hier alle an, oder was? Okay. So, ich muss nur an diese Leute daran. Das ist ein bisschen doof. Ja, ihr seht nichts.
Den kann ich auch sprengen, das finde ich wunderbar. Komm schon. Okay, hat er keine Chance. Laufen wir dem mal hinterher. Die Kamera will ich nicht. Ich brauche ja nur die beiden nur noch, ne? Andere guckt leider gerade in meine Richtung. Okay. Gut. Was nun? Oh, Scheiße. Oh Mann, lass mich mal schnell weg hier. Ich stehe so ziemlich ungünstig, kann das sein? Alter! What the fuck? Geil! Einer ist, glaube ich, noch am Leben da hinten, oder? Wo ist er denn? Da hinten. Oh Gott, das ist ja so ein hart gepanzerter. Oh Scheiße. Guck mal. Kann ich die jetzt nicht werfen? Doch, doch. Besser glauben, als ich gedacht hätte. Ja. Komm ich noch hier höher? Na, da. Hier sind noch so viele Möglichkeiten, um was in die Luft zu jagen. Ist das jetzt eine Falle oder so? Ich habe ganz komische. Eieiei, mal gucken. Na, da ist er doch. Was machst du hier, Bengel? Ich bring dich in Sicherheit. Komm mit, Jax. Komm schon. Wir gehen. Das Gesichtsausdruck. Was habe ich getan? Ich habe sie alle getötet. Das hat die Mission gesagt. So gedacht. So bin ich doch gar nicht. Oder? Tam, man wird zum Monster, ne? Man wird zum Mörder. Vorher war einfach nur Hacker. Und Dieb, und jetzt wird er zum Mörder. Rottet er alles aus. Und dadurch, dass er Nachforschungen angestellt hat, etc., hat er ja seine Familie auch in Gefahr gebracht. Es gibt viel, das ich dir gerne erklären würde. Es tut mir alles so leid, Jax. Es ist nicht einfach. Hör mir zu. Wenn ich es mit denen bösen Männern aufnehme, musst du in Sicherheit sein. Das wird mir Kraft geben. Wieder Heiler? Er spricht. Ja, das bist du. Aber das ist nur ein Spiel.
Ich warne Sie. Wenn ich nicht bald von seiner Mutter höre, rufe ich die Polizei. Yolanda, Yolanda. Oh, in der Reha nach Krebsbehandlung. Vielleicht bestellt. Wie makaber. So, wo konnten wir jetzt nochmal shoppen gehen? Wo gab es hier Komponenten? Was ist das hier? Medizinische Komponenten. Immerhin hier. Ich muss erst shoppen gehen, dann geht's weiter hier. Scheiße, Mann. Ich musste für deine Aktion bei den Bricks danken. Ira konnte es nicht glauben. Aber er hat es geglaubt, oder? Ja, hat er. Er ist voll stolz und so. Ich darf ihn auf keinen Fall wieder sauer machen, Mann. Verstehst du? Da ist eine Bar bei Rossi Fremont. Ich lasse etwas im Müll davor liegen. Deine Kabel. Hol sie dir. Hör mal. Du hast ihn erschreckt bei der Auktion. Jetzt kommt niemand mehr ohne Erlaubnis in die oberen Etagen, mit eingeschlossen. Wir sind diskret. Ach komm, Mann. Fuck. Shopping! Los, erstmal vordrängeln. Hey. Was gibt's denn hier? Medizin. Wie geht's? Nur Medizin? Ich brauche keine Medizin. Kann man die überhaupt nehmen? Ich habe, glaube ich, noch nie Medizin genommen hier in dem Spiel. Natürlich falsch hier. Was ist das? Sammelbares. Untersuchung. Was ist das? Na. Geschäft. Na. Wo ist denn dieses komische... Dingsbums. Hm. Wo ich ganz viel Stuff kaufen kann. Und so. Doch nicht bei Waffendings, ne? Herstellung. Herstellungstools. Ja, da bin ich ja. Kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Ich nehme mal kurz eine Abkürzung, dann gehen wir da mal hin. Dann geht's weiter. So, wohin jetzt hier? Human, Fahrbahn, Untersatz. Yeah, nimm das. Alles erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Warum steht das erstmal 10 Kilometer weiter weg? Nervt, Dude. Was? Kriegsauftrag? Kein Interesse daran. Dankeschön. Mein Auto. Einsteigen und ab die Post. Dann gucken wir uns mal an, was wir bei Tobias alles so kaufen können. Da wir ja genug Kohle haben und ich die natürlich nicht für irgendwelche Autos oder irgendwelche Klamotten ausgebe. Ich hoffe, wir haben genug Kohle. Stimmt, ey. Ich sollte mal ein bisschen mehr hacken. WKZ-TVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Hat? Wer ist auf meiner Seite? Alle, ne? Dennoch warnt die Polizei von Chicago. Und vielleicht mal auch mal nach neuen Waffen schauen. Das wäre ja auch mal awesome. Gehen wir gleich danach. Ja, machen wir in der Folge mal ein bisschen Shopping-Tour. Muss ja auch mal sein. Und ich sollte auch mal eine Folge dafür nutzen, mal Nebenmissionen hier so eine Minispiele zu machen. Mache ich auch viel zu wenig. Ey, perfektes Parking hier. So, da gehen wir rein. Da gucken wir mal. Mal sehen, was du so hast. Was hast du denn? Ach, da kann ich denn alles schon fertig kaufen, okay? Siehst du? Ich hab's dir doch versprochen. Ja, gib her. Ja, man kann nie genug haben hier. Alles voll mal machen. Den kaufe ich mir natürlich auch. Focus Boost. Habe ich noch nie benutzt. Gemcoms.
Erstmal meine Kohle hier. Ja, na sicher. Was ist na sicher? Ich geb dir gleich na sicher. Sigi, wie komme ich hier wieder raus? Toll, Susi, toll. Wo habe ich mein Auto geparkt? War das nicht hier? Das Geile, wo ich jetzt hier gerade diese dunklen Szenen sehe. Ja. Ich sehe kaum was. Bei mir ist das ein Hammer dunkel. Und ich taste mich dann immer so voran. Und in der Aufnahme, also das, was ihr seht, das ist gar nicht so dunkel. Ich mache da gar nichts an der... Ups. Ups. Wo, wie komme ich denn hier raus hier? So geht das nicht. Geht das doch nicht. Wie bin ich denn hier? Ich will noch da. Nicht gleich so. Da geht's knallen. Okay, Waffengeschäft. Bin ich natürlich ein zu weit, ne? Was holst du? Haben Sie ein Problem? Hören Sie auf, mir zu schreiben! Keine Zeit für dich. Nicht verfügbar. Wieso nicht verfügbar? Doch, jetzt ist es verfügbar. Warum nicht? Ach so. Munition kaufen brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Granatwerfer? Das ist natürlich wieder zu teuer, weil Susi wieder viel zu viel ausgegeben hat. Granatwerfer. Maschinenpistolen, die benutze ich gar nicht, ne? Pistolen, Scharfschützengewehre, Schrotflinten. Da bräuchte ich mal eine neue, oder? Sturmgewehre. Gucken wir mal, was es so gibt. Die hab ich... Hab ich die nicht? Die Innen sehe ich aber ganz schön... Die habe ich ausgerüstet. Goblin habe ich doch auch. ACR. Ja, nice. Kann ich mir alles nicht leisten. Okay, na gut. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Aufsitzen. Fahren wir mal zur nächsten Mission. Die auch wieder... Ah, ich weiß, was ich jetzt hier heute noch machen kann. Ich habe das ja total vernachlässigt in der letzten Zeit. Wir machen mal so ein CTOS-System wieder, damit ich hier auch mal spawnen kann. Beziehungsweise speichern kann. In der Gegend. Total vernachlässigt. Geil wäre es, wenn ich die große Brücke hier anheben könnte. Wäre schon lustig. Hui! Die Bremse, Bremse geht wohl nicht so. Bin auch ein bisschen schnell unterwegs. Komm schon! Scheiße, wir da. Es tut mir leid. Nicht wirklich. Ihr seid doch alle gut versichert, von daher. So. Nee, ich will kein Gangversteck. Ich wollte das Ding hier machen. Ist mal voll daneben.
Das wollte ich machen. So. Wie kommt die Susi denn darauf? Was macht ihr hier? Sexuelle Sachen? Von hier geht das nicht. Hier von den Bahn-Dingern, ne? Ich meine. What the fuck? Jo. Das wird hier wohl nix. Wie komme ich denn jetzt auf die Bahnschienen darauf? Wartet mal. Vielleicht komme ich hier lang. Was haben wir denn hier? Und von da geht das nicht. Das sieht schlimm aus. Ich suche noch. Zehn Stunden später. Muss doch irgendwo hier raufgehen, oder nicht? Oh, komm schon. Gabelstapler. Gib mir den Gabelstapler. Ups. Was zum Henke? Okay, wenn ich etwas sprenge, sollte ich nicht so wirklich in der Nähe sein. Aber wie soll denn das sonst gehen? Das war strange. So ziemlich strange. So. Alter. Hast es mal wieder vermasselt, Susi, hä? Geht auch eine Leiter hoch. Oder, ja. Eine Treppe. Hab ich mal wieder hier alles in Schutt und Asche gelegt, hä? Hast du wieder toll gemacht, Susi. Hättest du gar nicht machen brauchen. Ich wollte gerade fragen, wie kommen denn hier die Autos hoch? So ein Auto hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Ja, neues Fahrzeug. Und du? Nicht so, dass ich jetzt hier in jedes Auto reinsteige, aber wenn ich mir doch fast sicher bin, dass ich das noch nicht habe. Gibt es so leichte Panik, dass ich da drauf gehen werde. YOLO! Schnell rüber, bevor hier irgendein S-Bahn kommt. Oder ein U-Bahn. Okay. Gucken wir mal. Da hinten geht's doch. Geil. Meinch. Geil. Nicht gleich ein Speicherort. Dankeschön. So Leute, ich mache für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.